Jo, liebe Sportskameraden, euer Görki am Start. Ich habe meinen Kollegen Philipp mitgebracht. Moin. Und wir sehen hier schon im Hintergrund das schöne TRX, dieses Schlaufentraining sozusagen. In den meisten Studios inzwischen vorhanden, ob es McFit ist oder sonst wo. Deswegen denke ich, die meisten von euch haben auch die Möglichkeit, dieses TRX zu nutzen. Eine tolle Sache für ein Core-Training, für ein Bodyweight-Übungen, wo man ein schönes Körpergefühl reinbekommt. Und dementsprechend habe ich euch hier heute drei sehr schöne Bauchübungen mitgebracht, die der Philipp jetzt mal simuliert. Ihr stellt diese Schraufen relativ weit nach unten rein. Das könnt ihr an diesen Haken machen, indem ihr drauf drückt. Ja? Und Philipp meinte, man kann die Schlaufen hier ein bisschen einwickeln, damit man besser reinkommt. Er benutzt das sehr oft in seinem Personal Training, deswegen hängen die manchmal ein bisschen weit unten. Man rutscht dann irgendwie mit dem Fuß da durch, dass es am unteren Fußbereich in der Wade hängt. Deswegen muss man es wahrscheinlich einmal umkrempeln hier, ne? Und dann legst du einfach mal los. Genau. Also hier einfach einmal rumgelegt, ne? Dann ist die Schlaufe einfach ein kleines bisschen enger und dann könnt ihr mit den Fußknöcheln hier genau, nicht... Genau, je nachdem, was man für Schuhe hat oder was mit Fußballen, wie dick der ist. Und wir legen gleich los mit der ersten Übung. Hilfst du mal reinzukommen? Von der Höhe sind es etwa... Man kann auch einen kleinen Trick machen, Philipp, ja, indem du dich einfach hinlegst. Mach mal. Warte, mach das mal. Du kannst dich ja umdrehen. Ist vielleicht einfacher. Philipp, dreh dich mal um. Zack. Und den anderen? Ja. Also wenn ihr es selbstständig machen wollt, ins TRX reinzukommen, müsst ihr euch einfach umdrehen und überkreuzt die Fußspitzen reinstellen, dann ist es etwas einfacher für euch. Die erste Übung, ganz wichtig, dass wir hier den Chorbereich angespannt haben, dass wir nicht durchhängen im Hüftbereich und dass wir eine Linie mit der Wirbelsäule bilden. Jetzt das Knie anheben und jetzt ziehen wir im Endeffekt das Gesäß nach oben und strecken die gestreckten Beine. Das ist wie so eine Yoga-Übung, das heißt, wir haben hier den Hüftbeuger draußen, haben vor allem die Spannung im unteren Bauchbereich. Sehr schön. Schön ranziehen. Auch nicht durchhängen. Hier auch Stabilität im Schultergelenk, dass wir mit dem Arm oben nicht versagen. Und Kopf in der Verlängerung zur Wirbelsäule noch ein bisschen höher nehmen. Perfekt. Erste Übung. Jetzt machen wir die zweite Übung. Die kennt vielleicht jeder. Das ist so die klassische Bauchübung. Das heißt, hier haben wir ein bisschen Hüftbeuger mit drin. Wir ziehen sozusagen die Knie zur Brust ran. Und man kann sogar Special machen. Mach mal einen Liegestütz zwischendrin. Dann haben wir eine tolle Übung und jetzt ranziehen. Dann kann man ein bisschen noch ein Tabata-Worker zum Beispiel machen, ein bisschen Fat-Burning, machen sehr, sehr schöne, komplexe Übung. Und jetzt das Ganze kann man hinter noch ein bisschen runter, Philipp, eine Linie, genau. Und jetzt einfach mal die Knie schräg ranziehen für die schräge Bauchmuskulatur. Immer die Spannung dran lassen. Das heißt, selbst wenn er die Übung nicht dynamisch durchführt, arbeitet immer der ganze Körper unter Spannung. Also die wirkliche Pause gibt es nicht, wenn er da drin hängt. Deswegen erlösen wir den Philipp jetzt auch. Sehr schön gemacht. Wie gesagt, drei Übungen. Einmal mit den gestreckten Beinen ranziehen, einmal den Hüftbeuger mit in die Knie zur Brust ziehen und einmal schräg ranziehen. Und wir haben drei tolle Bauchübungen mit dem TRX, die wir mal durchführen können. Sehr schön gemacht, ist anstrengend, oder? Ja, ist eine geile Sache. Also auf jeden Fall. Ne? TRX immer gut. Wenn ihr Handgelenk Probleme habt, könnt ihr auch einfach dabei auf die Fäuste gehen, legt euch eine kleine Matte hin. Es gibt auch diese Hilfen, ne? diese Griffe, die Griffe kann man nehmen. Ja. Was ich schon sagte, das hast du wahrscheinlich auch gerade gemerkt, weil ich viel gequatscht habe. Ja. Selbst wenn du gerade nicht dynamisch ausführst, einfach nur mit den Füßen drin hängst, muss dein ganzer Körper arbeiten und unter Spannung sein. Genau. Das ist ziemlich eklig, sobald man in den Schlaufen drin ist. Ne? Richtig, also was man da auch machen kann, ist immer gut, weil er es gerade angesprochen hat, wäre einfach ein Plank. Ne? Also ein Plank macht man ja im Endeffekt nur Unterarmstütz, genau, mit den Füßen hier hinten auf dem Boden. Und was ihr jetzt einfach machen könnt, ihr hängt einfach mal den Fußspann in die Fußschlaufe rein und haltet den Plank hier. Da habt ihr so eine leichte Instabilität drin und dann wird der Plank auch etwas schwieriger. Deswegen TRX immer sehr gut, um ein Körpergefühl zu bekommen, eine Körperspannung aufzubauen, das Muskelzusammenspiel, also intermuskulär zu arbeiten, dass wirklich ihr auch alle Muskeln spürt. Und es gibt, obwohl es jetzt eine Bauchübung war, beim TRX sozusagen keine Isolationsübung, weil ihr immer von oben bis unten die Körpermuskulatur anspannen müsst und dann habt ihr ein sehr schönes Training. Alternativ vielleicht mal zum Hanteltraining oder Gerätetraining und dementsprechend, ja, wir quatschen schon wieder zu viel. Probiert wirklich diese drei Übungen mal aus, macht die mal hinten ran an euer Split-Training zum Beispiel. In dem Sinne, haut rein, euer Görki und für Philipp. Ciao. Shot in the dark, so we look around stars. The sounds are so sonar. If I pop his heart as quasar, but the lights look rocks. Both see the shine, it's ours. Bring your worlds together. Earth girl, be my boo, you better than an alien that ain't rating them. Locked in the Jada jet setter. Looking to leave in warp time. Receive my talking rhyme. Speaking cold, if you don't know, better get to know. I'm trying to reach your ozone. Homegrown, but I took a trip. Astro suit.